If you stop for even a second, you are a dead test subject. No time to lose. Go! Ja, 50 seconds. Oh. Jetzt wird's kritisch. 40 seconds. Eieieiei. Oh, shit. Oh, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Das macht mir jetzt schon Spaß. Moment. Das schaffe ich jetzt. Bald. If you stop for even a second, you are a dead test subject. No time to lose. Go! Und springen und weiter und da muss sowas hin und da muss sowas hin und Racing! Whee! Ah! Shit. Okay. Das ist schwer, wenn man nicht weiß, was kommt, aber jetzt, da ich den Anfang kenne, ist es eigentlich nicht so schwer. Man muss nur richtig reagieren. Ich hab so, jetzt blau. Orange und ins Eck. Und jetzt da wieder blau. Und so. Wow! Oh mein Gott! Ja, Alter! wenn die Wände vor dir zusammenbrechen, das ist schwer da zu reagieren. Stop for even a second, you are a dead test subject. No time to lose. Go! Lalalala. So, jetzt kommt wieder blau und orange. Und dann wieder blau. Wow, das war zu früh blau. Das war zu früh blau. If you stop for even a second, you are a dead test subject. No time to lose. Go! Ja, ich gehe ja. So. Jetzt. Blau! Blau! Blau? Hallo? Hallo! Okay, das könnte sich doch schwieriger und länger hinziehen. If you stop for even a second, you are a dead test subject. No time to lose. Go! So. Okay. Irgendwie war das jetzt gerade viel knapper, als es sein müsste. So. So irgendwie, ja. Okay. Oh, ich sehe nix. Sekunden! 5! Wuhu! Wir haben es geschafft, wir sind draußen. Aber wir sind ganz woanders als bei Portal 2 am Ende. Und bitte lass es noch weitergehen. Kapitel 4: Die Bühne! Wir sind tatsächlich. Oh wow, wir sind draußen. Aha. Ja. Das draußen kenne ich auch. Oh, hier habt ihr kein Gel, okay. Die Bühne. Ja, ich habe gehofft, wir sind draußen. War wohl nix. Okay. Ja, da ist eine Tür. Schade, hätte mich gefreut. Ganz ehrlich, hätte mich gefreut. Terrific navigational skills there. This has been a very successful experiment so far. Oh, I should mention, you were never authorized personnel. Me saying that was part of testing protocol. You were just an average, unimportant test subject. Ja, ist okay. So, Robots Don't Sleep volunteers for testing today. Nee, kein Button oder irgendwas. Wieso müssen wir jetzt hier rein? Mikrofon. Okay.
Okay, wir klettern einfach mal wieder irgendwo random auf einen Kopierer. Wenn es denn gehen würde. Ich check's nicht. Was soll ich machen? Okay, vielleicht sollte ich mal in die andere Richtung schauen. Vielleicht geht's ja da irgendwo weiter. Das könnte vielleicht Sinn machen. Es sieht auch ganz so aus. Oh, wow. Aber es hat jetzt gerade echt Spaß gemacht, muss ich sagen. But you are most definitely above average. Eine von neun Testkammern haben wir noch, so wie es aussieht. Ach, sieht das geil aus. Das sieht wenigstens so aus, als wären wir draußen. Das ist doch schon mal ein ganz anderes Feeling. So. Können wir... Ja. Nein. Uah. Schön drauf liegen geblieben. Oh, wir haben nur das blaue Gehen. Ah, okay. Dann muss das reichen. So. Jetzt kriegen wir beide. Wenn ich das richtig sehe. Also, wer da drin hockt und da seine Arbeit verrichten muss, der ist echt ein armer Schlucker. Ein ganz armer Schlucker. Okay. Danach sind hier die Dinger. So. Und oh. Hallo? Ich dachte, das war ein Vogel. Sehr ähnlich. Wir brauchen diesen Cube da. Irgendwo anders. Nochmal das Ganze. Moment. Da ist noch ein Cube. Ja, brauchen die nur fürs Gel, das haben wir ja jetzt. Das ist auch überall noch verteilt. Und damit ist der Anlauf. Und Ham. Ach, ich bin so schlau. Mann, man merkt, dass es spät ist. Übrigens gerade 1.22 Uhr. Für die Leute, die es interessiert. Bei mir. Aktuell. So. Jetzt nochmal das Ganze. Zack. Das war sehr knapp gerade. Wuhi! So. Good work. You should have noticed that the flow direction on the green fizzlers matter. If you did not notice that. Please fill out the appropriate submission forms at the end of the test. Was ist mit der Flussrichtung auf dem grünen Fissler? Ich hab's gerade überhaupt nicht gepeilt. Ist vollkommen egal. Ist unwichtig. Ihr habt's wahrscheinlich verstanden. War bestimmt lustig. What are we testing for? How is this going to end? Where else has Nigel lied to me? When did I learn his name was Nigel? Why does it look like I'm outside? Where is he getting with all these questions? Ja, wann habe ich erfahren, dass sein Name Nigel ist? Das ist doch sehr interessant zu wissen. Oh. Oh nee, wir haben noch gar kein Gel. Das können wir ändern. So. Ha! Hab dich! So, nur wohin mit dir? Das ist jetzt die Frage. Vielleicht... Da rein.
Ah ja, wunderbar. Und jetzt können wir den hier machen. Und jetzt müssen wir nur noch rein. Ernsthaft? Hallo Nigel. Verpiss dich. Ist ja langweilig, den kann man gar nicht. Oh. Okay. 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 Gut. Das muss man natürlich gesehen haben. Und jetzt ist der Rest auch kein Problem mehr. Nachdem wir jetzt unser fancy Orange Gel haben. Und jump! Wunderbar. I am pretty sure I mentioned my name somewhere before. Don't worry now. Those nine answers will all be answered later on. It's not like we will end the test abruptly. We have more than enough funding. Thanks, Atranium. Ja gut, wenn genügend Ressourcen da sind, warum sollen wir sie nicht aufbrauchen? Ja. Okay, so we need some questions to push our testing forward. Give you a reason to keep you engaged with the test. How do we know you are not going to idle for an hour before you solve this test chamber? See? Even I have questions that need some answering. Da holen wir uns erstmal ein bisschen Gel. Oh, nur das Orange. Okay. Reicht das? Ja. Toll, wie kommen wir zurück? Da. Man sollte natürlich den Cube auch mitnehmen. So. Jetzt haben wir eine Lichtbrücke. Oh, okay, das muss wirklich sein. Ich habe das jetzt nur Spaß gemacht, um hochzukommen. Okay. Vorher gucken. Ja, ob das reicht? Ich weiß ja nicht. Und Geronimo! Ja, reicht sogar wirklich, okay. Okay. Wie sollen wir den Cube darüber bringen? Erstmal. Ja, okay, das ist unmöglich. Ja. Das war jetzt irgendwie abzusehen. Wie kriegen wir den Cube daher? Das können wir vergessen. Der muss da liegen bleiben. Damit wir da wieder zurück können. Ist leider notwendig. Oh. Man sollte ein bisschen auf Pfeile achten. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Ich bin doch gesprungen. Oh Mann. Okay, mit Schwung könnte das sogar reichen. Genau. Hier. Mit Schwung ein bisschen springen reicht das sogar nicht. Okay. Da ist auch das Exit. Ist klar, wir brauchen dafür die blaue Farbe. Die kriegen wir höchstwahrscheinlich da. Genau, in dem Teil da. Stimmt sogar wirklich. Ach, ich bin ja auch ein Trottel. Das geht ja auch noch.
Quatsch. Das wird sogar gereicht haben, bitte. Gut. Okay. Jetzt haben wir die da und die da und die da. Gut. Wenn man seine Augen aufmacht, dann ist das Ganze echt nicht schwer. Oh, und Chirurimo. So. Maybe not an hour, but you still idle for quite a while, just doing nothing, supposedly thinking how to solve the test. Oh yeah. You did a terrific job. Keep it up. Also ich muss schon sagen, die Mod ist echt wirklich nahe am Humor von Portal dran, also echt gut gemacht. Feier ich gerade übel. Sehr sogar, wirklich, ohne Witz. Gefällt mir richtig, richtig gut.